In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Items duplizieren könnt, wie zum Beispiel diese makellosen Kristalle, die ich habe, oder die Ether-Werkzeuge. Dazu packt einfach die Items, die ihr duplizieren wollt, vor dem Spiel in euren Rucksack, dann geht ins Spiel rein. Euer nächstes Ziel ist es, einen Grabstein-Perk zu kaufen, oder ihr könnt es auch durch das Free Easter Egg machen, spielt keine Rolle. Wenn ihr dann alles habt, Leute, dann geht zu einer Exfiltration und lasst euch hier töten von den Zombies. Dann krabbelt einfach ins Flugzeug rein und exfiltriert. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann kommt am Ende die Anzeige, dass ihr die Objekte gesichert habt. Und wie ihr seht, sind das all die Objekte, die ich vor der Runde mitgenommen habe. Zurück in der Lobby, packt alle Sachen, die ihr im Rucksack habt, weg. Also packt die alle in euer Inventar. Dann müsst ihr als nächstes den Operator wechseln. Ich weiß jetzt nicht, ob das zwingend notwendig ist, Leute. Ich habe es nicht ausprobiert, aber so klappt es auf jeden Fall. Geht, wechselt euren Operator, spielt auch keine Rolle, welchen ihr nehmt. Und danach sucht wieder ein Spiel. Wenn ihr dann in der neuen Runde seid, seht ihr, dass euer Grabstein hier in der Zone 3 ist. Der ist dann unter der Map verbuggt. Und um das zu fixen, Leute, müsst ihr in dieser Runde wieder einen Grabstein-Perk holen. Ihr könnt hierfür ganz schnell eine Mission machen, wo ihr 2000 bekommt und easy den Grabstein-Perk kaufen. Als nächstes müsst ihr euch wieder töten lassen mit dem Grabstein-Perk. Geht aber bitte vorher sicher, dass ihr nichts im Inventar habt. Also diese Runde müsst ihr mit einem leeren Rucksack sterben. Dann lasst euch töten, gebt auf und verlasst einfach das Spiel. Wieder angekommen in der Lobby bin ich zu meinem alten Operator gewechselt und wenn ihr dann wieder ein Spiel sucht, dann seht ihr, dass euer Grabstein dort ist, wo ihr das letzte Mal gestorben seid, also in dieser Runde vorher. Danach geht in dieser Runde wieder zu eurem Grabstein und wenn ihr dann dorthin geht, dann werdet ihr sehen, dass ihr die ganzen Items von der ersten Runde dort drin habt. Meine ganzen makellosen Kristalle, Ether-Werkzeug und Jagger. Wenn ihr diesen Glitch immer wieder wiederholen wollt, dann geht auf Nummer sicher und lasst euren Grabstein dann leer, sodass er despawnt. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich habe das nur aufgenommen fürs Video. Und wenn ihr das dann gemacht habt, Leute, dann geht einfach zu einer Exfiltration. Und ihr seht, dass ihr die Objekte erneut gesichert habt. Und wenn ihr dann wieder zurück in der Lobby seid, dann seht ihr eure Items im Rucksack und wenn ihr aufs Inventar geht, dann habt ihr die immer noch hier, die ihr vorher reingepackt habt, Leute. Das könnt ihr dann immer wieder machen, Leute. Ich habe es jetzt mit dem makellosen Kristallen und Ether-Werkzeug gemacht, sodass man auch ganz schön verschwenderisch damit umgehen kann und keine Sorge mehr haben braucht, dass man dann am Ende keine mehr hat. So, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und ein kostenloses Abo, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt und in Zukunft nicht mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!